Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, meine Liebe, mein Lieber. Ich würde mal gerne mit dir über dieses eine Ding sprechen, das dich wirklich weiterbringen lässt, das dich wirklich mal dorthin kommen lässt, wo du wirklich hin möchtest in deinem Leben. Und zwar geht es hier um unser süßes Köpfchen. Um unser süßes Köpfchen geht's. Und um die Dinge, die da abgespeichert sind, die uns tagsüber Dinge machen lassen, die uns tagsüber ins Handeln bringen lassen. Und ja, womit wir uns ja letzten Endes so unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Ja? Okay. Und das Ding dabei ist, so die große Herausforderung für uns, dass wir zwar auf der einen Seite wissen, und das hast du bestimmt schon tausende Mal gehört, es ist alles eine große Energie, die alles in Schwingung bringt und jeder von uns ist ein Teil dieser großen Energie. Was wir von dieser großen Energie von uns jetzt sehen, das ist unser physischer Körper. Hallo liebe Monika, guten Morgen. Das ist unser physischer Körper, den sehen wir mit dem bloßen Auge, weil Dinge zu sehen, die nicht feste Materie sind, das haben wir verlernt. Beispiel dazu, als Kinder in etwa bis zum 7. Lebensjahr hatten wir, und da gibt es auch Nachweise, da könnt ihr jetzt aus meiner eigenen Familie auch noch Beispiele bringen von meinen Kindern. Das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, habe ich auch schon mal hier in Videos geteilt. Also in etwa bis zum 7. Lebensjahr waren wir in der Lage, zum Beispiel die Auren zu sehen von anderen Menschen. Wir konnten die Auren sehen. Das ist etwas, wenn wir es uns als Erwachsene nicht nochmal aneignen, was sich dann so verloren hat im Laufe der Zeit. Das ging nicht von heute auf morgen, sonst hätten wir es ja gemerkt. Wenn die Mama uns morgens geweckt hat, dass wir dann gesagt hätten, oh, gestern habe ich noch deine Aura gesehen, jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Sondern das hat sich so im Laufe der Wochen und Monate dann irgendwie wieder weggeschlichen, sag ich mal. So, hallo liebe Evelyn, guten Morgen. Und so haben wir im Laufe der Jahre angefangen zu nur die Dinge zu glauben, die wir mit dem bloßen Auge sehen können. Ja? Alles andere stellen wir so gern in Frage. Weil unser Verstand vor allem nur die Dinge glaubt und zu denen gehörte ich auch definitiv, wenn man mir vor 15 Jahren in der Richtung etwas erzählt hätte, wäre ich gleich wieder weg gewesen und hätte das Weite gesucht, weil ich gedacht hätte, oh, von was redet die da? Also Kompliment an dich, dass du ja dabei bist überhaupt und mir zuhörst. Wir glauben einfach von unserem Denker, von unserem Verstand her nur die Dinge, die wir mit dem bloßen Auge sehen. So. Und daran möchte ich mal anknüpfen. Unsere Gedanken, die wir tagtäglich denken, 60.000, keine Ahnung wie viel, es ist sowieso eine unvorstellbare Zahl, wir brauchen ja hier nicht mit Statistiken rumzuspielen. Unsere Gedanken sind nicht nichts, die sind auch eine Form von Energie, die wir aber mit unserem bloßen Auge nicht sehen können. Die sind aber einfach da, die kommen irgendwo her, fließen durch uns hindurch. Um es mal so auszudrücken, und wir lassen sie wieder weiterfließen. Okay? Und wenn da draußen, und das hast du ja auch schon gehört, es ist alles eine große Energie, diese Energien, die irgendwo herkommen in Form von Gedanken, fließen durch uns durch, lassen wir weiterfließen, die fließen ja wieder weiter in diese große Energie. Und das ist jetzt auch nichts Neues für dich, denke ich mal. Gleiches zieht Gleiches an. Das heißt, diese Energien, die wir da aussenden,
Da docken ja noch mal andere Energien an. Und so schwirren die da, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, irgendwo in diesem großen Universum, in dieser großen Energie rum und kommen noch mal zu dir zurück, fließen in Form von Gedanken noch mal durch dich durch und du lässt noch mal weiter fließen. Und damit erschaffen wir uns, und zwar jeder von uns, ausnahmslos unsere Lebenswirklichkeit im Außen. Weil so das, was wir aussenden, wie bei einem Radiosender, auf einer gewissen Frequenz schwingen wir und auf dieser gewissen Frequenz können wir eben auch nur empfangen. Okay? Wenn ich jetzt in meinem Leben andere Resultate haben möchte als bisher, wenn ich in meinem Leben andere Resultate haben möchte als bisher, dann habe ja das Wörtchen muss aus meinem Sprachjargon weitestgehend gestrichen, aber in dem Moment hier muss ich es einfach verwenden. Dann muss ich anders anfangen zu denken und zwar nicht nur einmal, sondern ständig, damit ich auch andere Resultate in meinem Leben erziele. Macht das Sinn für dich? Nochmal, es ist alles eine große Energie. In dieser großen Energie befindet sich alles, was ist. Sowohl wir Menschen, die Tiere, die Pflanzen, alles, was ist. Alles das, was wir mit dem bloßen Auge sehen können, was wir nicht mit dem bloßen Auge sehen können. Und Gleiches zieht Gleiches an. Hallo, liebe Hilge, guten Morgen. Gleiches zieht Gleiches an. So, und wenn wir jetzt unsere Gedankenenergien, die irgendwo herkommen, durch uns durchströmen lassen, bewusst oder unbewusst, überwiegend unbewusst, von diesen 60.000 Gedanken oder keine Ahnung, wie viele da jeden Tag durch unser süßes Köpfchen, durch unser süßes Sein da strömen. Ich behaupte mal, nur 1% fließt da bewusst durch, wenn man sich nicht mal anders aneignet. Und das ist doch erschreckend. 98%, 97%, 99% empfangen wir unbewusst, weil das, was da zu uns fließt an Gedanken, knüpft an die Energien an, nennt es Glaubensmuster, Paradigmen, Prägungen, Muster, keine Ahnung, was uns ja irgendwann mal in Kinderstube und vielleicht noch aus früheren Leben, egal woher ja, da angedockt ist. Deshalb ziehen wir das ja in unser Leben. Und lassen es weiter strömen. Und dann gibt es da draußen Energien, die daran andocken. Und so ist dieser Kreislauf. Und deshalb, wenn du in deinem Leben andere Resultate vorfinden möchtest als das, was du bisher vorgefunden hast, oder dir ein anderes Leben erschaffen möchtest als das, was du dir bislang erschaffen hast. Hallo, liebe Nicole. Also wirklich etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann kommst du nicht drum rum, anzufangen, anders zu denken. Dann kommst du nicht drum rum, anders anzufangen zu denken, weil das sendest du dann letzten Endes ja auch aus. Da draußen gibt es Energien, die da an diese Moleküle andocken können, die dann wieder in dem Kreislauf zu dir zurückfinden. Und du das entsprechend wieder weiterfließen lässt. Hallo, liebe Christine, guten Morgen. Und auf diesem Weg, und zwar nur auf diesem Weg, kannst du dir im Außen eine andere Lebenswirklichkeit erschaffen. Nur auf diesem Weg. Kannst auch Mindset nennen. Und das Thema dabei ist einfach, dass es darum geht, anzufangen, bewusst zu denken. Also aufzuhören, dich denken zu lassen, sondern anzufangen, bewusst zu denken, damit du auch wirklich diese Gedanken aussendest, die du auch aussenden möchtest, damit da draußen die entsprechenden Moleküle andocken können, die zu dir zurückfließen, weil du dir damit letzten Endes nochmal deine Lebenswirklichkeit im Außen erschaffst. Eigentlich ganz simpel und einfach und doch so, so schwer, wenn man da
auf sich alleine gestellt ist. Weil wenn man auf sich alleine gestellt ist, dieser Automatismus, dieser Gedankenstrom, der uns ja da ständig durchströmt, das ist ja zum großen Teil eine Gewohnheit. Das ist ja zum großen Teil oder ja, fast zu 100% sind das ja Gewohnheiten. Und da alleine rauszukommen, also mir ist noch niemand begegnet, der da alleine rausgekommen ist, einschließlich mir selbst. Das ist das Ding. Auf der einen Seite sehr einfach, einfach nur die Frequenz zu ändern. Auf der anderen Seite, das Innen reflektiert sich immer im Außen. Genau, liebe Evelyn. Auf der anderen Seite das Problem einfach, dass man, wenn man auf sich alleine gestellt ist, immer und immer wieder zurückswitcht auf die alte Frequenz, weil es sich so verankert hat, weil es so zur Gewohnheit geworden ist, weil so viele Paradigmen, Prägungen, Muster, Glaubenssätze da angeknüpft sind. Und dann kommt noch dazu, dass unser Denker, unser süßer Verstand, unser süßes Köpfchen uns nach ein paar Tagen dann erzählt, jetzt hast du die letzten Tage mit viel Energieaufwand mal anders gedacht, da draußen ist trotzdem nichts anders, trotzdem noch der gleiche Kram. Und das sind dann die Punkte, wenn wir da auf uns alleine gestellt sind, zweifelt unser Kopf, unser Denker es wieder an und schwupps sind wir wieder zurück im Schneckenhaus, alles ist beim Alten, wir haben wieder zwar so die Schnauze voll, und drehen uns wieder im Kreis. Und dann begegnet uns irgendwo mal noch wieder ein Buch, wo wir dann denken, okay, liest mal das Buch, das beste Buch, was du lesen kannst. Im Übrigen, das habe ich gerade hier vor mir liegen, von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren mir das zum ersten Mal begegnet ist. Aber das Thema auch da ist, trotzdem ich dieses Buch schon mehrfach gelesen habe, ohne dass ich mich habe an die Hand nehmen lasse und auch dieses Wissen mir habe von außen nochmal weitergeben lassen, also einen Ansprechpartner auch immer hatte, nämlich wenn ich Fragen hatte, hallo liebe Karin, guten Morgen, nämlich wenn ich Fragen hatte, dass ich direkt auch jemanden fragen konnte, Napoleon Hill kann ich nicht fragen, kann ich nicht mehr fragen, aber auch egal jetzt, wer es ist, Buchautoren, die kannst du ja nicht, es sei denn, sie bieten ein zusätzliches Coaching an, weil das ist das Wertvolle. Jeder von uns, also das Wissen, was selbst hier in diesem Buch drin steht, das Wissen, das ist wunderbar und perfekt. Nur wir Menschen sind ja alle nichtsdestotrotz unterschiedlich von unseren Prägungen, Mustern, Paradigmen, Glaubenssätzen. Selbst Geschwister, die im gleichen Elternhaus aufgewachsen sind, selbst Zwillinge, haben trotzdem unterschiedliche Dinge aufgenommen. Ja? Und das ist einfach dann das Hilfreichste und Wertvollste, was du haben kannst, wenn du dann, wenn du selbst bei dir merkst, oh, wie setze ich denn das jetzt um? Das ist bei mir so. Oder der Kopf einem anfängt zu sagen, ja, das funktioniert aber bei mir nicht. Dass du dann jemanden wirklich an Hand hast, der dir auf dich zugeschnitten mit dir darüber spricht, dass du es gleich lösen kannst, damit du einfach auf dieser Erfolgsspur bleibst, damit du diesem Navigationssystem, nämlich dem Weg zu deinem Herzen, zu dir selbst, eben auch wirklich dauerhaft folgen kannst. Da wollte ich einfach noch mal ein bisschen Klartext mit dir sprechen, dass es wirklich nur auf dem Weg geht. Draußen etwas zu verändern an deinem Leben, an deiner Lebenswirklichkeit. Okay? So. Und lass mich noch einmal auf das Programm zurückkommen oder hinweisen, dass ich ja letzte Woche am Freitag mit der Sabrina zusammen gestartet habe, Sinking in the Results mit Bob Proctor. Weil da nehmen wir dich wirklich an die Hand und da machen wir wirklich mal dauerhaft
Gedankenhygiene, wirklich dauerhaft Gedankenhygiene, so wie du jeden Morgen duschst, so bekommst du hier jeden Tag eine Gedankenhygiene und wirst an die Hand genommen und hast uns als Ansprechpartner. Hilke schreibt, ja genau, das ist das Entscheidende, dass wir jederzeit eine Frage stellen können, die in kurzer Zeit beantwortet wird, damit wir weiterkommen. Genau, liebe Hilke. Das ist das Wertvolle daran. Also wenn du irgendwo noch überlegst, jetzt wirklich in deinem Leben da was zu verändern und den Turbo da mal einzuschalten, dann wäre jetzt wirklich der Zeitpunkt, zu uns ins Programm zu kommen, weil, und das ist jetzt keine Marketingschiene, es wird das Programm zu dem Preis mit Sabrina, Bob Proctor und mir definitiv nicht mehr geben. Definitiv nicht mehr. Das Programm ist am Freitag schon gestartet, läuft ein halbes Jahr. Und du hast jetzt wirklich noch die Möglichkeit, bis Ende der Woche einzusteigen, zwei Raten zu zahlen. Einmal 2000 und zum 5. Dezember dann 3500 noch. Die Möglichkeit haben wir dir jetzt auch noch eingeräumt. Du hast ein halbes Jahr intensive Begleitung von Sabrina und mir. Ein Live-Call mit Bob Proctor ist sogar mit dabei. Und dann wirst du definitiv lernen, dauerhaft dein Mindset, dein Denken auf die Frequenz zu stellen, die du wirklich da draußen in deiner Lebenswirklichkeit mal vorfinden möchtest. Deshalb lausch auf deinen ersten Impuls. Der erste Schritt ist wirklich auf dein Herz zu lauschen, auf den ersten Impuls. Wenn dein Bauch im nächsten Moment dann auf die Idee kommt, dir zu sagen, nee, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann darf ich dir sagen, du glaubst nur, dass es dein Bauch ist. Das ist nämlich dein Kopf, der es dir ausreden möchte, vielleicht aufgrund des Preises. Das funktioniert so nicht. Wenn du irgendwo, wenn du jetzt diesen Betrag von 5.500 Euro mal außen vor lässt und mal angenommen, dieser Kurs würde nichts kosten für dich, würdest du dann starten mit uns? Wahrscheinlich ja. Weil sonst wärst du ja auch nicht hier in der Gruppe und wärst ja nicht auf der Suche nach einer Hilfe. So, und wenn das dein erster Impuls ist, dann darfst du dich auch dazu entscheiden, weiter auf dein Herz zu lauschen und dann wirst du auch Möglichkeiten finden, mit uns da durchzustarten. Dann wirst du auch Möglichkeiten finden, mit uns da durchzustarten. Der erste Impuls ist das Herz. Wenn das Ja sagt und du dich wirklich dafür entscheidest, zu 100%, weil du es wirklich leid bist, so wie ich es früher ja bei mir in meinem Leben auch, ich war so vieles Leid in meinem Leben, was ich einfach nicht mehr haben wollte. Und ich kann dir sagen, ich hatte das Geld auch in den meisten Fällen nie direkt auf dem Konto, sondern es funktioniert einfach immer auf dem Weg, dass man sich dazu entscheidet. Jetzt ist Schluss mit diesem Schlamassel, jetzt ist Schluss mit Rumeiern, jetzt ist Schluss mit Rumdümpeln. Jetzt ändere ich es einfach mal, weil das Leben ist das Wertvollste, was du hast. Das Leben ist das Wertvollste, was wir haben. Wie gehen wir damit um? Wir verhalten uns so, als hätten wir in diesem Körper hier unendlich viele Leben. Wir haben in diesem Körper hier nur dieses eine Leben. Unsere Seele, diese Energie, die uns belebt. Die mag viele frühere Leben schon gehabt haben, die mag auch viele weitere Leben noch haben. Aber im jetzigen Körper hast du doch nur dieses eine Leben. Du merkst vielleicht, wie ich da so ein bisschen, mich reinschaffen könnte, weil ich will dich da wirklich mal wachrütteln. Das tut mir so in der Seele, so im Herzen weh, wenn ich so rausschaue und sehe, wie die Menschen mit leeren Blicken durch die Straßen laufen. Glauben, dass dies und jenes nur so geht und dass das Leben halt so ist und dass das Leben halt eine harte Schule ist und, und. Dabei sind wir alle, auch du, doch mal mit ganz anderen Ideen, Plänen, Visionen auf die Welt gekommen. Und was ist dann draus geworden?
Das Leben zieht an uns vorbei. Mit 30 werden die meisten beerdigt, sterben die meisten, um dann mit 70 beerdigt zu werden. Und das war's dann. Hey, wie willst du denn mal auf dein Leben zurückblicken? Du merkst, es macht irgendwie was mit mir. Ich würde gerne bei jedem von euch hier wie beim Computerformat C machen. Außer bei denjenigen, die ja schon im Programm bei mir in der Akademie oder bei der Sabrina mit und Bob Proctor mit drin sind. Ihr seid ja auf dem Weg. Aber wenn ich den Zauberstab hätte, dass ich bei der ganzen Welt da draußen Format C auf der Festplatte machen könnte, ich würde es machen. Ich würde es machen. Weil das ist letzten Endes das Ding. Schau mal, du bist doch hierher gekommen, weil du Visionen hattest, weil du etwas bewirken wolltest hier. Du wolltest großartige Dinge erschaffen. Du wolltest etwas kreieren. Du wolltest die Welt entdecken. Du wolltest die Welt erobern. Du wolltest Spuren hinterlassen. Du wolltest was ganz Großartiges hier erschaffen. Bis dann immer mehr und mehr Schleier über dich gelegt worden, die dich jetzt glauben lassen, das geht nicht, weil, die dich jetzt sogar glauben lassen oder wo du jetzt sogar dein Kopf dir die Ausrede sagt, kann ich jetzt nicht machen, weil ich habe kein Geld. Das ist Humbug, das ist nicht so. Wenn du wirklich etwas erreichen willst in deinem Leben, wenn du wirklich etwas ändern willst, dann wirst du auch alles in Bewegung setzen. Wenn du jetzt mal merkst, okay, das ist es jetzt, da fange ich jetzt mal an, hier mein Mindset auf ein anderes Level zu bringen, dann wirst du es dir auch ermöglichen können. Aber du darfst dich im ersten Schritt überhaupt mal dafür entscheiden. Im ersten Schritt darfst du dich überhaupt mal dafür entscheiden, in die Richtung zu gehen, sonst weiß das Universum da draußen ja gar nicht, was es machen soll. Wenn du dich nicht dafür entscheidest. Wenn du unschlüssig bist, dann ja, diese unschlüssige Energie sendest du ja aus. Wie willst du es dir dann kreieren? Bist du ja weiter im anderen Statement wieder drin, im alten. Ja, Hilke, Format C auf der Festplatte machen. Also wenn ich den Zauberstab hätte, wenn ich den irgendwann noch krieg in dem Leben. Aber ich darf es ja auch, dürfte es ja auch nicht machen, weil das ist ja auch ein Eingriff in die Persönlichkeit eines anderen Menschen. Das steht niemandem zu. Absolut niemandem steht zu, in deine Persönlichkeit einzugreifen. Weil jeder von uns selbst hat immer die Wahl, sich seine Lebenswirklichkeit im Außen zu erschaffen. Entweder weiter zu leiten und das Leben an sich vorbeiziehen zu lassen oder eben die Entscheidung zu treffen, selbst da oben mal Format C zu machen, neu zu programmieren und sich auf den Weg seines Herzens zu begeben. Okay? Alles Liebe, habt noch einen schönen Tag, wenn es jetzt bei dir Klick gemacht hat. Ich schreibe dir den Link hier noch rein, dann klick da drauf und melde dich an und komm noch zu uns ins Programm. Halbes Jahr intensive Betreuung mit Lektionen, mit Live-Calls und dann machen wir gemeinsam Format C auf deiner Festplatte. Und du wirst staunen, du wirst wirklich staunen, was in dir an Potenzial steckt, was in dir an Visionen stecken, die du plötzlich nochmal ausgrabst, wie du dir erlaubst, diese Visionen zu Papier zu bringen, wie du dir erlaubst, wieder anzufangen, groß zu träumen und dann im nächsten Schritt anfängst oder im gleichen Schritt anfängst. Dauerhaft anders, definitiv anders, 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 ganz, ganz anders zu denken als bisher. Und genau das wird dir dann, das kann ganz rasch gehen, eine andere Lebenswirklichkeit im Außen erschaffen. Also du darfst davon ausgehen, dass du nicht nach Programmende, nach einem halben Jahr hier erst eine andere Lebenswirklichkeit hast, sondern sobald du hier startest, können ganz, ganz rasch sich wundersame Dinge ereignen, die du jetzt überhaupt nicht für möglich hältst, die dein Kopf nur sagt, ja, wie soll denn das gehen? Es geht. Es geht definitiv. Weil du anfängst hier
deinen Kopf auf einen anderen Sender einzustellen. Okay? Alles Liebe. Tschüss.